Joho Leute, was geht denn ab bei euch? Hier ist wieder euer Ultimator HD hier für euch am Start und heute mal aus einem komplett anderen Anlass, einen, den ihr euch hättet wahrscheinlich niemals träumen können oder so sage ich einfach mal. Und zwar, ich fange mal mit folgender Vorgeschichte an. Ich war eines Tages wieder auf YouTube unterwegs und habe mich durch meine Abo-Box geklickt. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich alle Videos, die ich interessant fand, bereits durchgeschaut oder zumindest mal durchgeklickt habe. Und ja, ihr müsst wissen, ich bin so ein Typ, der pro Kategorie eigentlich nur so ein, zwei YouTuber abonniert hat. Zum Beispiel Let's Plays gucke ich nur von Pete Smitty, sonst gucke ich eigentlich keine weiteren, kein Gronkh, kein Sarazza, wie sie nicht alle heißen. Da gucke ich wirklich bloß Pete Smitty oder ja, dann sind immer noch so einzelne dabei, wie zum Beispiel Le Floyd, der ist zum Beispiel der einzige seiner Art, den ich so abonniert habe. Und so zieht sich das eben durch die verschiedenen Kategorien hindurch. Und da ist mir dann folgender Gedanke gekommen, und zwar, dass es in der großen, weiten YouTube-Welt ganz bestimmt noch viele, viele weitere geile YouTuber gibt, die richtig krassen Content produzieren, die denn allerdings aufgrund eventuell ihrer kleinen Zuschauerzahl eben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder ich sie dadurch oder wir alle sie dadurch eben nicht finden können. Und da dachte ich mir dann eben, dass ich euch die Möglichkeit geben könnte, euch ein bisschen zu promoten, sag ich mal. Wie habe ich mir das vorgestellt? Und zwar so, ihr schreibt mir in die Kommentare oder als private Nachricht, wie ihr eben möchtet, dass ihr geilen Content produziert, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ihr irgendwas Besonderes macht, sei es jetzt irgendwie gute Videobearbeitung oder ihr seid besonders witzig, habt eine ganz spezifische eigene Art oder ja, ihr macht irgendwas komplett anderes. Und das muss ich eben nicht nur auf Gaming beziehen, das kann von mir aus in alle Richtungen gehen. Und ja, also wenn ihr der Meinung seid, dass ihr diese entsprechenden Eigenschaften habt, dann schreibt ihr mir einen Kommentar unter dieses Video oder eine Nachricht. Ich werde daraufhin mal so auf euren Kanal gehen und mich ein bisschen durchklicken. Und wenn mir das Ganze dann wirklich so gut gefällt, wie ihr euch selber gefällt, oh Mann, das klingt ein bisschen arrogant, ich werde euch vielleicht so, also erstmal kontaktiere ich euch natürlich und dann gebe ich euch eventuell die Möglichkeit, dass ihr ein kleines Vorstellungsvideo machen könnt, das ihr bei mir hochladen dürft. Beziehungsweise, dass ich dann für euch hochlade, mein Passwort kriegt ihr nicht. Alternativ könntet ihr auch eine Montage von euren besten Videomomenten zusammenschneiden, die ich dann bei mir veröffentliche. Oder ich könnte auch euren Kanal vorstellen, wenn ihr das dann möchtet. Ich halte mir da erstmal sämtliche Möglichkeiten offen. Joa, aber jetzt sei auch noch dazu gesagt, dass ihr oder dass normale Let's Player, normal in Anführungszeichen, eben eine geringe Chance bei mir haben, weil, ne, ihr müsst schon irgendwas Besonderes aufweisen. Also ihr könnt gerne Let's Plays machen, aber dann müsst ihr irgendwas Besonderes an euch haben. Also seid richtig witzig oder richtig labert richtig geilen Scheiß oder einfach nur crazy shit, je nachdem, was eben unterhaltsam ist und mir gefällt. Das werde ich dann so ein bisschen unterstützen. Warum mache ich das Ganze, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Ja, ich sag mal, ich bin immer noch klein, aber mir hätte es ganz gut gefallen, wenn mir mal jemand so unter die Arme gegriffen hätte, wenn mal jemand auf mich zugekommen wäre, um mir ein bisschen zu helfen, sage ich mal. Das ist aber leider sehr selten überall der Fall und ich habe zwar jetzt auch nicht so die mega Zuschauermenge, aber es ist immerhin ein Anfang, ja. Und diese Möglichkeit möchte ich euch einfach einräumen, ob ihr diese dann wahrnehmt, ist dann eure Sache. Ihr müsst es nicht, also hier muss auch keiner glauben, dass ich in irgendeiner Weise dadurch klickgeil bin. Ich weiß gar nicht, warum ich dadurch klickgeil sein sollte, aber jedenfalls Klicks oder irgendwas, Abozahlen oder so, die sind mir im Prinzip eigentlich relativ egal. Das sei jetzt mal so gesagt, ne? Ich möchte euch jedenfalls nur diese Möglichkeit hier einräumen. Ansonsten wär's das eigentlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Zusammenfassend also nochmal, ihr findet euch geil, ihr schreibt mir einen Kommentar, ich gucke bei euch vorbei, ich kontaktiere euch und dann sehen wir, was sich da machen lässt. Für meine Abonnenten wäre jetzt vielleicht noch die Frage interessant, würde euch sowas nerven, wenn Fremde auf meinem Kanal posten oder ginge das klar? Man muss dazu sagen, es sind dann jeweils 5 bis 10 Minuten Videos, sage ich mal, und es werden auch nicht viele sein. Also ich werde da wirklich bloß wirklich gute nehmen, die mich interessieren, die ich richtig geil finde und das werden vielleicht maximal 1 bis 2 Leute im Monat sein. Je nachdem, ob das Ganze überhaupt auf Resonanz trifft. Vielleicht meldet sich auch gar keiner, dann hat sich das auch gegessen, ne? Gut, damit wäre das eigentlich geklärt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Haut darin, Leute. Vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.